Ich komm mal runter. Ihr Mistkerle. Dafür gibt's jetzt hier einen, aber mich nicht hauen, sonst bin ich sofort platt. Ja, das denke ich mir. So. War es nur ein Schlag? Ja, das war eine Schaufel. Na, mach doch nochmal hier, du Feigling. Schade, dass das nicht so ist wie bei Left 4 Dead, wenn du, weißt du, mit der Cricket-Schläger so blunk. Aua. Mit der Melone. Kriegst so, mit der Melone, wenn du nicht brav bist. Warte mal, habe ich noch irgendwas, was ich an den Kopf schmeißen kann? Der fällt gleich tot um. Glaube ich nicht. Au! Wie jetzt? Boah, buh, ey. Buh. So, ich geh jetzt erstmal was essen. Ja, ich mach jetzt auch Pause. Ich fürchte, bis später. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Was soll das hier werden? Hier ist er ausgeloggt irgendwo. Und ich wollte nur eben kurz hier quasi einmauern. Ich habe nur gar nicht genügend Steinchen dabei. Aber du hast sehr gut. Zwei Uhr reicht ja. Noch die Fackel schnell rausnehmen. Wie wir auch echt zwei Blöde die gleiche Idee hatten, ey. Ja. Selber schuld hier. Sehr schön. Gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ja, dankeschön. Und vielleicht bis später oder so. Ja, müssen wir gucken. Ich muss morgen früh arbeiten, irgendwie um 3 schon. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute Abend nicht mehr einloggen. Ja, alles klar. Gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, na gut. Sind sie alle weg? Dann werde ich jetzt auch gleich hier mal Schluss machen. Ich überlege gerade, ob ich euch noch was zeigen kann. Ja, ich werde euch mal was zeigen gleich. Und zwar der kleine Ork hier auch gebaut. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich mir eine Hundearmee mit Knochen zusammengesammelt. Dann natürlich prompt aus Versehen einen von den Hunden mitgenommen. Und hab, wo der Ponder seine Monsterfalle gebaut hat, habe ich ihn aus Versehen mit der Pickhacke erwischt, als ich da beim Bauen geholfen habe. Und dann hat der Hund natürlich gleich ihn zerfleischt. Und zwar hat er sich hier unten tatsächlich seine Monsterfalle zu Ende gebaut. Das habe ich euch ja schon beim letzten Mal gezeigt gehabt. Und die ist jetzt fertig. Die Falle. Ein bisschen rumtüfteln müssen, damit überhaupt irgendwo Loot rauskommt. Weil die sind teilweise so verbrannt. Ja, da kann man das ahnen. Da sind irgendwo Mobs drin und so. Da geht das dann hier runter. Tülü aufs Glas. Und hier gibt es dann ein klein wenig Loot manchmal, wenn dann hier rechtzeitig. Was ist denn hier gebastelt? Okay. Ja, so ungefähr irgendwie ist das hier. Also er hat sie irgendwie auf Ertrinken umgebaut. Nee, hat er nicht. Ah. Eigentlich wollte sie auf Ertrinken umbauen. In der Hoffnung, dass da mehr Loot überbleibt. Müssen wir mal schauen. Ja. So, um dann nicht wieder mehr ein Let's Show als Let's Play rauszumachen, werde ich jetzt nur noch eins tun, nämlich mal eben schnell zu dem Luftschiff gehen, um zu gucken, was sich da getan hat. Das habe ich mir auch noch nicht gesehen. Ne, oder Orki.
Luftschiff, Orki, Luftschiff, Orki, Orki. Da wir den ja gerade gesehen haben, wie wir den ein bisschen versucht haben zu ärgern, zeige ich euch mal, was der gebastelt hat. Der ist auch außerhalb gegangen und hat hier so sich eine Brücke gebaut. Demnächst kriegen wir wohl noch zwei neue Mitspieler dazu. Auch alles Freunde und so. Und dann ist es hier schon echt ziemlich voll auf dem Server. Das wird ganz interessant, wie das dann hier aussehen wird alles. Ja, hier hat sich der Orki Sand abgebaut. So. Und hier hat er sich ein Ställchen hingemacht mit Schafen, mit Hühnchen, mit Schweinen. Was man so braucht. Hier hat er sich so ein kleines Häuschen gebastelt. Dem Orki sein Häuschen. Der will mich ärgern. Ich hasse das, wenn Grammatik so falsch ist. So. Besser. Ja, hier hat er sich so einen Blumenkorb quasi gebastelt. Blumenkorb, ja, ist klar. Ihr wisst, was ich meine. Zeug hat er hier drin. Einen Kompass hat er sich schon gebaut. Zweimal Flintenstiel. Hier oben hat er sein Bettchen. Mit so einer kleinen Aussichtskanzel. Da sieht man seinen Garten mit Weizen. Da hinten hat er irgendwie auch noch was Sachen abgetragen. Darf man eben gucken gehen. Hier hat er seine Waffenkiste mit Werkzeug. Ein kleiner Patsch, Pitsch, Patsch. Jetzt bin ich wieder sauber. Ja, hier habe ich die ganzen Wölfe aus dem Waldstück hier zusammengeklaubt. Da sind zwar noch welche, aber nicht mehr so viele wie früher. Bin gespannt. Er hat erzählt irgendwie, er hätte hier hinten abgebaut. Aber so, dass man das nicht sieht. Bin gar nicht so sicher, bin ich hier einfach hier runtergegraben? Nee, hier war es nicht. Wo hat er denn gegraben, Mensch? Raff ich nicht. Ah, hier. Aha, aha. Bergbau und Landschaftszerstörung. Okay. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Na, jetzt aber gut hier. Na, da würde er sich ja wundern, wo das Loch herkommt. Orki, hier, ich wurde gesprengt. Ich war es nicht mit der Landschaftszerstörung, war ein Creeper. Ah ja, er hat sich hier so unter den Sand gegraben. Nein, guck dir das mal an. Ist ja nicht wahr. Seriously, Orki? Seriously? Wie geil. Na gut. Jeder kann ja so sich hier durch die Gegend graben, wie er das für richtig hält. What the? Achso. Hab ich gesehen. War Absicht. Also hier ist ein eigenes Kavernensystem. Das ist ja nicht wahr. Wie lustig ist das denn? Ja, Respekt, Orki. Also... Das ist mal eine Ecke anstrengend, was du hier gemacht hast, glaube ich. Tülü und Tüli und hier geht's wieder hoch. Sehr schön. Ja, kann man mal machen. Hier wieder rausgehen. Ah, nein, geh kaputt, du Viech. Scheiße. Okay, das war keine Absicht hier.
Dieses Drecksvieh. So, ich hab's mal so provisorisch. Ist es okay für dich? Wenn nicht, musst du mir sagen, dann repariere ich das. Anständig und so. So. Ja, kein Wunder, wenn hier überall dunkel ist, dass hier die Viecher spawnen. Und vor allen Dingen Creeper. Da muss man hier halt mal ein bisschen ausleuchten. Passiert einem das auch nicht. Bup, 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 bup. So, okay, guck mal. Ich hab das hier mal ein bisschen heller gemacht, ne? Zack, zack. Jetzt sollte da nicht mehr so viel um deine Mine herum spawnen. Und die droppen nix, die Viecher. Schade. Das habe ich natürlich nicht gemacht, um meine Vorherrschaft über die Hunde irgendwie zu sichern, sondern ich wollte tatsächlich gerade mal gucken, ob die überhaupt irgendwas fallen lassen können. Echt jetzt? Das ist wirklich wahr. Ich weiß gar nicht, wieso ihr daran zweifelt. Ja, gut. Ich würde mal an dieser Stelle sagen, den Rückweg erspare ich euch. Und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann tatsächlich ein bisschen wieder was zusammen unternehmen. Tschüss, tschüss!